Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim BookTube Sommercamp 2024. Bereits in den letzten zwei Wochen seid ihr wunderbarst unterhalten worden von den verschiedensten BookTubern, die euch die Sommerzeit ein wenig versüßt haben. Alles hat angefangen bei der lieben Juli und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich Teil dieses BookTube Sommercamps sein darf und bin wirklich sehr dankbar, dass sie hier die Organisation übernommen hat, das ganz toll organisiert, eingeteilt hat und ich freue mich einfach hier mit dabei zu sein, schon ganz viele tolle Videos gesehen zu haben. Ich packe euch die Playlist und alle Kanäle auch unten in der Infobox. Vor mir heute am Morgen war Ben am Start, denn es gibt, ja, gab in den letzten Wochen immer zwei Videos am Tag, immer um 8 Uhr und um 14 Uhr. Und ich bin heute sozusagen das Schlusslicht. Ich darf das letzte Video dieses tollen BookTube Sommercamps präsentieren und habe euch drei Buchtipps, drei Dufttipps und drei, ja, Instagrammer, Bookstagrammer mitgebracht, die auch einen sommerlichen Buchtipp für euch am Start haben. Ich wollte das so ein bisschen kombinieren. Ich bin ja auch immer mal wieder ein bisschen auf Bookstagram unterwegs, hole mir da ein bisschen Inspiration und folge hier eben drei Kanälen und dachte, Mensch, vielleicht haben die auch einfach Lust, das ein oder andere sommerliche Buch zu empfehlen. Und so gibt es jetzt für euch im Grunde sechs Buchtipps. Aber natürlich auch drei Dufttipps und drei Bookstagrammer, die ich empfehlen möchte. Und natürlich sind auch alle Bücher, Düfte und Bookstagrammer unten in der Infobox verlinkt. Also schaut da super gerne mal vorbei. Wir starten mit dem ersten Buch und reisen nach Italien. Und zwar Die Bucht der Träume von Elena Sonnberg alias Adriana Popescu. Ein Buch, das in diesem Jahr erschienen ist und uns an den Gardasee mitnimmt. Und das auf sehr sommerliche, aber dennoch erwachsene Art und Weise. Wir haben eine sehr tiefgründige Geschichte, denn unsere Protagonistin, ja, begibt sich auf die Pfade ihres Vaters, der gerade verstorben ist, mit dem sie schon einige Jahre keinen Kontakt mehr hatte. Und zusammen mit ihrer Tochter macht sie sich auf den Weg, um das Ferienhaus bzw. dann auch das lebende Haus, also wo ihr Vater lebte, zu verkaufen. Und sie wird ein bisschen eingeholt von ihrer Vergangenheit, von den Menschen, die sie vor Ort kannte, als sie eben selbst in dem Alter ihrer Tochter war. Und wir haben eine sommerliche Geschichte, die wirklich ganz viel Italien zu bieten hat und dann noch ein bisschen italienische Musik, einfach perfekt. Und haben aber dennoch schon sehr emotionale Themen, tiefgründige Themen, eine erwachsene Geschichte, die ich wirklich großartig fand, die in diesem Jahr für mich ein Highlight war und die ich einfach, ja, sehr herzanliegend fand und mir große, große Freude gemacht hat. Und ja, wer nach Italien reisen möchte, ist hier absolut richtig bei diesem wunderbaren Buch. Duft Nummer 1 ist von Village Candle der Peach Bellini. Wir haben reife Nektarinen, saftige Mango und süßes Pfirsichpüree, die ein erfrischendes Getränk ergeben. Wir haben prickelnden Sekt, der dem Ganzen noch einen finalen Glanz verleiht. Wir können so unseren Durst stillen bei diesem sommerlichen Wetter mit köstlichen und sprudelnden Leckereien. Wir haben Pfirsichpüree, wir haben Sekt, wir haben reife Nektarinen und saftige Mango, eine wirklich fruchtig-spritzige Mischung, die mir im Sommer wahnsinnig gut gefällt, die ich sehr häufig anhabe, denn der Alkohol, der Sekt ist nicht ganz so vordergründig, er bringt so ein bisschen das Sprudeln und Spritzeln und ich mag diese fruchtigen Noten von Mango und Pfirsich. Ich bin großer, großer Fan dieses Duftes und kann ihn absolut nur empfehlen. Und der erste Bookstagrammer, der euch einen Sommerbuchtipp vorstellen darf, ist der liebe Sven. Ich packe seinen Instagram-Account wie auch alle anderen unten in die Infobox. Schaut gerne mal bei ihm vorbei und jetzt sind wir mal gespannt, welchen sommerlichen Buchtipp er für uns dabei hat. Hallo liebe Steffi, hallo liebe Zuschauer. Mein Name ist Sven von bookish.perfume und ich möchte euch heute mein Sommerbuch empfehlen und auch einen Sommerduft, deswegen bookish.perfume. Der Sommer, ja, Hitze, ich mag es nicht, aber ein leichtes Sommerbuch, wo man nicht bei der Hitze groß nachdenken muss, dieses Jahr von Carina Schnell und zwar Azurblau. Eine typische, ich sag mal, ZDF-Sonntags-Liebesschmonzette, ohne große Überraschungen, aber sowas von schön geschrieben. Eine Story, die sich jeder wünscht. In Frankreich am Spielen, im Urlaub. Eine Köchin, die auf einen Jungen trifft oder beziehungsweise auf einen Mann. Sie verlieben sich ineinander. Ihr geht es viel zu schnell. Er hat ein Geheimnis.
was man nicht schon alles gehört hat. Trotz der Einfältigkeit finde ich dieses Buch einfach perfekt für den Sommer. Nicht nur wegen der Farbe, die übrigens wunderschön ist. Aus diesem Grund, es ist ein Coverkauf gewesen, definitiv. Wer hat noch keinen Coverkauf gemacht, bitte? Ja, deswegen habe ich dieses Buch gekauft. Ich habe es an anderthalb Tagen gelesen, hier wo es so wunderschön mal zwei Tage warm war, bevor der Regen wieder angekommen ist. War dieses Buch durch, man verschlingt es, man lacht. Man weiß, wie es endet, sobald man die ersten 10 Seiten gelesen hat. Aber man freut sich doch, was alles auf dem Weg dahin passiert. Und passend zu diesem Buch, Azurblau von Carina Schnell, habe ich auch ein Sommerparfum für die Ladies. Obwohl, wenn die Jungs es tragen wollen, ich trage es auch, also bitte. Und zwar passend, natürlich, ich versuche es immer wieder, zum Buch Curious von Britney Spears von 2004. Der Flakon ist jetzt schon neuer, das ist meine 7. Flasche oder so. Perfekter Sommerduft, leicht, blumig, hell, füllt nicht den Raum, was man im Sommer auch bitte nicht tun sollte. Perfekt für den Sommer geeignet, definitiv blumig, pudrig, unschuldig, würde ich schon fast sagen. Überhaupt nicht großartig auffallend, aber dieser Duft, ich habe sowas noch sonst nie in der Drogerie gesehen. Und deswegen kann ich euch nur das Buch nochmal, Azurblau von Carina Schnell, empfehlen. Und dazu, wer gut riechen will, neben einem Eiskaffee, wenn man das hier liest, Curious von Britney Spears. Alles klar, ich gebe zurück. Danke Steffi und bis bald. Der zweite Buchtipp ist The Castaways von Lucy Clark. Das habe ich letztes Jahr im Urlaub gelesen und deswegen verbinde ich es mit dem Sommer, dem Strand und einer wunderbaren Atmosphäre. Wir haben zwei Schwestern, die zusammen auf einer Insel sind. Es sind verschiedene Dinge in deren Leben passiert, was sie eben auf diese Insel geführt haben. Beide streiten sich allerdings, sodass nur eine der Schwestern den Flug nimmt, der eigentlich für beide gedacht war und sie auf eine sommerliche Insel bringen sollte zum Urlauben. Dieses Flugzeug stürzt ab und so erfahren wir eben von der hinterbliebenen Schwester, was sie alles anstellt am Suche, am Dranbleiben und dass sie eben ihre Schwester finden möchte, während wir dann eben erfahren, okay, das Flugzeug ist abgestürzt auf einer Insel und uns Laurie dann eben erzählt, was eben passiert auf dieser Insel nach dem Absturz. Und es hat so ein bisschen einen Thriller im Element, es hat spannende Geschichten, Charaktere, es führt uns so ein bisschen in die Irre, sowohl beide Schwestern, wie sie die Geschichte so ein bisschen erzählen, was auch so der Streitpunkt war, die Geheimnisse waren und das fand ich super spannend, super interessant gemacht und das hatte mich letztes Jahr im Urlaub wirklich sehr gepackt und gefesselt und für alle, die jetzt demnächst vielleicht auch am Strand liegen, eine wirklich große Thriller-Spannungsroman-Erzählung, weil man wirklich dann durch den Strand diese Luft einsaugt von Sonne, Strand, Meer und einfach so dieses Feeling genießen kann. Also großer Tipp, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Dann kommen wir zu Fiji White Sands von Bath & Body Works, einen Duft, den ich seit dem letzten Jahr habe und ihn jetzt im Sommer sehr, sehr, sehr genieße. Es ist ein wunderbarer, süßer, strahlender Strandtag am Meer. Wir genießen die Wellen, die Sonne, die Sonnencreme und wir riechen frisch geschnittenes Zuckerrohr zusammen mit weißer Nektarine und auch ein wenig Sandelholz. Und man hat wirklich das Gefühl, man atmet diese Strandluft ein, wie wenn wir durch den Sand mit der Portion Salz im Wasser alles so ein bisschen süßiger durch das Zuckerrohr. Ich mag diesen holzigen Anteil in diesem Duft, aber auch die Nektarine, die wirklich wunderbarst fruchtig duftet. Und ich mag diese Komposition super gerne. Sie ist rund, sie ist weich und sie ist sommerlich und sie ist ja fast wirklich perfekt. Bei Susanne bin ich super gerne auf dem Bookstagram-Kanal unterwegs. Sie gehört ja auch zur Mädelsrunde des Needful Things-Paketes und so war ich sehr, sehr happy, als sie eben auch uns einen wunderbaren Buchtipp jetzt hier lässt und schaut auch super gerne bei ihr mal mit vorbei und genießt jetzt ihren Buchtipp. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Susanne und die liebe Steffi von Lady of the Books hat mich gefragt, ob ich euch einen Sommer-Buchtipp geben kann. Und da sage ich natürlich nicht nein und möchte euch heute folgendes Buch vorstellen. Und zwar Immer am Meer entlang, ein Roman von Franziska Jebens aus dem DTV-Verlag.
Das Buch hat 416 Seiten und ist letztes Jahr erschienen. Dies ist ein locker, leichter Sommerroman, der uns in verschiedene Länder mitnimmt, zum Beispiel nach Frankreich, Portugal, Südspanien, Italien, Griechenland und zum Schluss nach Schottland. Die Protagonisten sind Josie, die schon lange davon träumt, mit einem alten Bulli Europas Küsten kennenzulernen, und Paul, der sich spontan für einen Roadtrip entscheidet, um seinen Alltag zu entfliehen. Am Anfang begegnen sich die beiden zufällig. Dann kreuzen sich ihre Wege immer öfter und sie hinterlassen sich kleine Nachrichten. Wie oft sie sich begegnen und wie die Geschichte am Ende weitergeht, das dürft ihr selber entdecken. Es ist auf jeden Fall ein locker, leichter, flockiger Sommerroman mit einer einfachen Sprache, schönen, einsamen, malerischen Buchten, und Josie und Paul schließt man als Leser schnell ins Herz. Und wie die ganze Geschichte endet? Wie gesagt, kriegt ihr selber raus. Dieses Buch ist besonders für mehrsüchtige und reiselustige Leser gedacht. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es sogar im Winter gelesen und habe dann gleich ein bisschen Fernweh bekommen. Das ist auch ein Buch, was man öfter mal in die Hand nimmt, was man nicht einfach zur Seite legt und dann nicht mehr anschaut, sondern es ist immer was, was einen einfach an einen wunderschönen Sommer erinnern kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen und Entdecken dieses Buches und habe auch noch einen Sommerduft für euch. Dieser Duft gefällt mir gerade besonders gut. Er ist von der Firma Lateda, heißt Coral Sands und riecht nach Erdbeeren und Limone. Ich finde ihn kalt ziemlich unspektakulär, aber warm ist ein richtig schöner, fruchtiger Duft, der so durch den Raum wabert. Ja, vielleicht habt ihr Lust, ihn auch mal zu testen. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen wunderschönen Sommer, freue mich auf die Lesetipps, die Steffi hier auch noch zeigt, und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss! Dann darf beim dritten Buchtipp natürlich Julie Kaplan nicht fehlen. Es gibt sehr viele Geschichten von ihr, die im Sommer, im Frühling, im Herbst, im Winter spielen. Wir sind natürlich beim Sommercamp und dementsprechend empfehle ich Das kleine Weingut in Frankreich, ist auch, ich glaube, im Frühling diesen Jahres erschienen. Und wir haben in dieser Romantic Escapes Reihe eigentlich immer eine Frau, der etwas im Alltag widerfährt, was sie dazu bringt, die Flucht zu ergreifen, meistens in ein anderes Land, in eine andere Stadt, und dort etwas zu erleben, sowohl mit Land, Leute, meistens gutem Essen und natürlich auch einer Liebesgeschichte. Und so haben wir hier eine Eventmanagerin, die auf der Suche nach neuen Inspirationen ist und dann eben auf dem Weingut in Frankreich landet, dort auch mitarbeitet und anpackt und eigentlich so ein bisschen eine Event-Location für eine Hochzeit sucht und diese dann auch dort plant. Allerdings hat der Besitzer des Weinguts eigentlich so ein bisschen andere Ideen, wie das hier so vor sich gehen sollen. Und so sind beide nicht unbedingt die besten Freunde und auch die ganze Winzerfamilie, ja, ist nicht immer so angetan von den Ideen unserer jungen Eventmanagerin. Aber dennoch sind wir auf einem Weingut. Es geht natürlich viel um Wein, um das französische Essen und dieses ganze Feeling, was ich wirklich ganz, ganz spannend und toll fand. Ich bin nicht die große Weintrinkerin, geschweige denn war ich schon mal in Frankreich, aber ich fand das von der sommerlichen Stimmung wirklich gut rübergebracht, sehr wohlig, eine schöne Liebesgeschichte. Es hat wirklich sehr geprickelt und zum Glück war auch dieses Alkoholtrinken nicht so im Vordergrund. Das war anfänglich meine Befürchtung und ich glaube, wenn man sich da einfach so ein bisschen dieses französische Feeling geben möchte, dann hat Julie Kaplan hier auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Geschichte geschrieben. Auch eine Duftempfehlung von mir ist von Kringle Candy, der Fidschi. Tauchen Sie ein in dieses blumige und fruchtige Mischung aus Früchten, Wasserorchideen, grüner Kokosnuss, Kiwiblüten und dann haben wir auch noch tahitianische Vanille. Es gibt auch noch ein bisschen Ananas, Frangipani und Ambra. Und man merkt schon, wir haben hier ganz, ganz, ganz viel Frucht. Wir haben es spritzig mit der Mandarine und der Kiwi. Gleichzeitig haben wir ein bisschen Birne, wir haben ein bisschen Moschus, wir haben ein bisschen Vanille, auch die Orchidee. Ich finde diese Mischung perfekt. Sie hat etwas Aquatisches, sie hat etwas Fruchtiges. Sie riecht förmlich nach Sommer, als würde man wirklich in den Tropen stehen, an einem Wasserfall, der uns abkühlt und gleichzeitig aber wirklich diese Sommerstimmung rüberbringt. Ein ganz, ganz, ganz toller Duft, der mich jedes Jahr aufs Neue im Sommer begeistert. Und auch wenn ich hier gerade nur noch Melz habe, das Glas ist schon gefühlt fast auf dem Weg, denn ich liebe, liebe diesen Duft und das auch schon einige Jahre, seitdem es ihn, glaube ich, gibt, 3-4 Jahre. Aber wirklich ein Träumchen von Duft. Die liebe Hanna von
Books, Movies, Nature hat ebenfalls einen tollen Buchtipp für euch herausgefunden. Ein Buch, das ich jetzt tatsächlich in meinem Urlaub im Juli auch gelesen habe und euch auch auf jeden Fall empfehlen kann. Schaut super gerne bei ihrem Bookstagram-Kanal vorbei und freut euch auf den dritten und somit letzten Buchtipp. Hier kommt mein sommerlicher Buchtipp, und zwar ein schottischer Buchladen zum Verlieben von Emma Bishop. Das Buch spielt in Schottland und ihr seht hier schon hier auf dem Cover, wie schön es einfach ist. Und es geht um einen Buchladen, wo die Protagonistin arbeitet. Und es ist ein super Wohlfühlbuch. Ich fand, obwohl es natürlich in Schottland spielt, wo nicht immer das Wetter gut ist, aber es ist trotzdem total sommerlich, meiner Meinung nach. Und auf jeden Fall eine Buchempfehlung von mir. Und das waren sie jetzt. 3 Buchtipps, 3 Bookstagram-Tipps, sozusagen sowohl Bookstagrammer als auch Buchtipps, als dann eben auch 3 Dufttipps. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem letzten Sommercamp-Video, hattet überhaupt Spaß mit dieser langen Reise. Wenn euch noch ein Video fehlt, schaut super gerne in die Infobox, sowohl in die Playlist als natürlich auch zu den einzelnen Kanälen. Habt da viel Spaß, vielleicht noch ein bisschen einzutauchen, wenn ihr das ein oder andere Video verpasst habt. Lasst auf jeden Fall Liebe da bei den 3 Bookstagrammern, aber natürlich auch bei allen Booktubern, die an dieser Aktion teilgenommen haben. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, ein Teil dieses Jahres zu sein und das hat den Sommer auf jeden Fall noch ein bisschen schöner gemacht, als er für mich gerade auch in der Urlaubszeit gewesen ist. Ich bin ein absolutes Sommerkind und habe sowohl die Videos als auch das schöne Wetter der letzten Wochen sehr, sehr, sehr genossen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Sommer und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.